Sie sorgen in den Fußballstadien für Stimmung und sind wichtiger Bestandteil der Fußballkultur. Die Fans, wie hier auf der Nordtribüne im Innsbrucker Tivoli. Während die Fans in Schwarz-Grün feiern, gibt es in anderen Stadien leider eine andere Sorte von Fans. Hooligans sorgen für Unruhe und Gewaltexzesse in und um die Stadien. Und gegen diese Gewalt wird mit unterschiedlichsten Aktionen vorgegangen. In der neuen Mittelschule Fritz Prior in Innsbruck wird den vierten Klassen die Gewalt in Stadien praktisch dargestellt. Markus Senfter und Bernd Brunner von der heimischen Exekutive zeigen anhand von Bildern die Auswirkungen der Gewaltexzesse. Die Gewaltpräventation der heimischen Exekutive ist eines von vielen Beispielen für die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und Exekutive. Wir machen schon seit sehr vielen Jahren von Seiten der Polizei ganz gezielt an Tirol-Schulen Jugendpräventionsveranstaltungen. Wir haben da das Projekt echt stark, auch die Außenseiter, Klick und Check. Und da dazu hat sich jetzt die Facette erweitert, Gewalt im Zusammenhang mit Fußball. Und da ist, wie gesagt, vom 12. bis 23. eben die Aktion, die Welle gegen Gewalt. Zwar darf sich die Fritz-Prior-Schule über ein neues Schulkonzept freuen, die enge Zusammenarbeit mit der Exekutive hat aber bereits schon Tradition. Wir haben seit vielen Jahren schon enge Zusammenarbeit mit der Bundespolizeidirektion Innsbruck und machen Gewaltprävention mit Beamten dieser Abteilungen. Und die stehen uns zur Verfügung in den höheren Klassen, aber auch bereits in den ersten Klassen, um Kinder aufzuklären, was man tun darf und was nicht. Und was man auch nicht selber mag und damit auch selber nicht tun darf oder soll. Markus Senfter und Bernd Brunner beobachten die Szene in vielen europäischen Ländern und versuchen anschaulich ihre Erfahrungen an die Viertklässler weiterzugeben. Trotz Emotionen, Trauer und Freude in Stadien soll der Respekt vor dem Gegenüber immer im Mittelpunkt stehen. Eine Devise, die auch von den Wacker-Spielern geteilt wird. Ich glaube, allgemein kann man das gut mit Fußball verbinden, weil einfach der gegenseitige Respekt ist im Sport ganz wichtig und ich glaube, das kann man ganz gut aufs alltägliche Leben auch übertragen, vor allem auch in Schulen. Und wenn man da bei den Kindern schon anfängt, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Autogrammkarten und Fotos mit dem Team des FC Wacker Innsbruck stehen am Ende einer etwas längeren Unterrichtsstunde der besonderen Art. Das Projekt Welle gegen Gewalt hat schließlich auch in der neuen Mittelschule Fritz Prior ihr Ziel voll erreicht. Und dank der Freikarten für das nächste Heimspiel des FC Wacker Innsbruck werden die Schülerinnen und Schüler hoffentlich die gemeinsame Welle des Erfolgs im Tivoli-Stadion miterleben.